Weißt du was? Es ist heute richtig geiles Wetter. Es ist ein richtig, richtig geiles Wetter. Und weißt du nur, warum das Wetter geil ist? Weil du lebst. Nur deshalb ist das Wetter geil. Weil du lebst. Und genau darum geht es ja, um Leben heute. Folgendes Beispiel. Stell mal vor, du verlierst deinen Job. Dann denkst du dir so, was ist das Erste, was du denkst? Ah, ich habe ja noch eine Ausbildung. Ich kann einen anderen Job bekommen. Ja? Ich habe die und die Fertigkeiten, die mir schon vorher einen Job beschafft habe, die hat mir keiner genommen. Nur der Fakt, dass ich keinen mehr habe. Das heißt, ich kann wieder einen bekommen. Wenn du deine Freundin verlierst, dann denkst du, hey, ich kann auf Menschen zurückkommen, die mir sehr nahe sind. Zum Beispiel meine Familie, Freunde. Merkst du gehst immer einen Schritt wieder zurück. Du sagst, okay, den Posten ist verloren, ich gehe einen Schritt zurück, da ist meine Basis. Was ist, wenn ich dir sage, du verlierst dein Leben? Was ist deine Basis? Gar nichts. Gar nichts mehr. Wirklich nichts. Das ist alles, was du hast. Und genau um Leben geht es heute. Ich habe einen Artikel gefunden im Stern. Vor 2 Tagen, ja. Vegetarischer Aufschnitt ist schlechter als das Original. Da habe ich mir gedacht, gehen wir mal den Artikel durch. Also da wird gesagt, das ist ein Schwein, ja, wiegt circa im Schlachtgewicht, ist dann 94,25 Kilogramm wiegt das Schwein, an dementsprechend, wenn es geschlachtet wird. Da aber nur 80% davon verwertet werden kann, sprechen wir dann dementsprechend von 74,25 Kilogramm, was man verwerten kann, ja, als Wurstfleisch so. Da die Mortadella ursprünglich also so, ne, zu 74% aber nur aus Fleisch besteht, haben wir dann demnach, können wir daraus aus einem Schwein 102,66 Kilogramm Mortadella machen, ja, weil sie ja nur zu 74% aus Fleisch besteht. So, ne? Wenn wir jetzt letztendlich eine vegetarische Wurst nehmen, ja, die aber nur zu 70% aus Eiklar steht, um auf diese 102,66 Kilogramm zu kommen aus dem Schwein, bräuchten wir dann dementsprechend 71,86 Kilogramm Eiklar. Jetzt würde man denken, okay, ziemlich gut, 71,86 Eiklar gegen 75,97 Kilogramm Fleisch. Jetzt würde man denken, ja, das ist ja weniger, was man da benötigt. Das ist ja gar nicht so schlimm. Und jetzt kommt die andere Rechnung. Ein Ei wiegt ca. 57 Gramm. So, da aber nur 58% davon Eiklar ist, sprechen wir von 33 Gramm. Das heißt, wir sprechen von 2174 Eiern. Da eine Henne aber nur 300 Eier pro Jahr legt und nur 15 Monate alt wird, weil danach ist sie nicht mehr so gut und wird geschlachtet, bräuchten wir dementsprechend 6 Hennen dafür, um das zu leisten, was normalerweise ein Schwein leistet. Das ist aber nicht alles, denn die Hälfte davon ist männlich. Das heißt, wir bräuchten 12 Hennen. Für ein Schwein. Das ist eine Rechnung, so werden dem Verbraucher, der Verbraucher wird vor veränderten Tatsachen gestellt. Ja? Und viele werden jetzt sagen, oh, diese ganze Veggie-Bewegung, oh, das ist alles nichts, das seht ihr ja hier, das ist noch 12-mal schlimmer als das andere davor, das hat sowieso alles keinen Sinn. Ja? Ich meine, es gibt ganz klar Menschen, die sagen, hey, ich möchte das nicht unterstützen, ich esse kein Fleisch, wähle dafür aus uninformativen Gründen, weil sie nicht anscheinend informiert sind, was ja auch nicht immer so ihre Schuld ist, sagen wir mal, weil die Aufklärungsarbeit leider da hinkt, die vegetarische Variante, und die ist eigentlich noch schlimmer. Und dann ist es nicht genug und den Menschen wird nicht mal eine Alternative in diesem Artikel aufgezeigt. Diese Menschen werden einfach trotz positiver Intention, die sie hatten, in der Luft stehen gelassen, ja, einfach im Regen stehen gelassen und sagen, Digga, mach's gut, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ne, haust da rein. Findest du das korrekt? Ich meine, findest du das korrekt, wenn ich im Fokus bin? Das ist nicht korrekt. Das finde ich überhaupt nicht korrekt. Ich meine, wie gesagt, Menschen haben echt eine positive Intention gehabt. Und dieser eine Satz, wenn du vegan lebst, reden wir von null. Ich möchte ein kurzes Rechenbeispiel geben, ja? Was man hätte darunter schreiben können, um den Artikel wirklich gut zu machen. Ich nutze hier meine Reichweite, um das eben weiterzugeben, sozusagen diesen Artikel einmal gut zu machen. Einmal. Wenn du vegan lebst, ja, dann rettest du am Ende deines Lebens 4 Kühen das Leben, ja? 4 Gänsen das Leben. Ich habe das irgendwo aufgeschrieben. So viel Zeit muss sein. 4 Schafen das Leben. 12 Gänsen das Leben. 37 Enten das Leben. 46 Truthähnen das Leben. 46 Schweinen das Leben. Und 945 Hühnern das Leben. Jetzt frage ich mich,
Warum steht das nicht da drunter? Noch viel krasser. 1 Kilogramm Rindfleisch, ja? 15.000 Liter Wasser. Jetzt überleg dir mal, wie viel ein Kind in Afrika benötigt am Tag. Sagen wir mal 2 Liter. Das wären 7.500 Tage, die das Kind zu saufen hätte. Wenn man das jetzt einmal hochrechnet, sind das 21 Jahre Kindesdurst gestillt durch 1 Kilogramm Rindfleisch. Ist es dir das wert? Ist es dir das wert? Sag es mir, ist es dir das wert? Gleich gesehen, 15.000 Kilogramm und so weiter Getreide braucht man ebenfalls dafür. Das Ganze, das Kind könnte, wenn wir 500 Gramm am Tag dementsprechend nehmen würde, 80 Jahre davon essen. So alt werden die da gar nicht. Das ganze Leben lang. Ist es dir das wert für 1 Kilogramm Rindfleisch? Ich meine, hätte man das einfach nur damit mal ergänzen können, um einmal einen sinnvollen Artikel zu schreiben, der wirklich etwas aussagt und nicht die Menschen einfach so die bekräftigt, die sowieso, ach, diese Veggie-Bewegung hat sowieso nichts zu tun, und die, die eine positiven Intention hatten, die wissen jetzt gar nicht mehr, was Sache ist, ja? Damit nutze ich dieses Video quasi, verbreitet es bitte, damit wir einmal den Artikel vervollständigen. Und zwar ehrlich vervollständigen, mit wirklichen Fakten. Wenn ihr Probleme habt, schreibt es doch einfach unten in die Kommentare. Sagt, da und da hapert es noch. Hey, ich hab so eine riesen Community, die wird euch helfen. Schreibt mal drunter, wo habt ihr am Anfang Probleme gehabt. Es wird partizipieren, untereinander. Einfach in dieser Community einfach mal richtig ein Diskussionsforum da unten schaffen, um den Menschen einmal zu zeigen, dass ganz oder gar nicht, ja. Also du hast ja auch nicht, also ne, du hast ja nicht da eine Mutter oder da eine Mutter. Nein, du hast nur eine Mutter, ja. Es gibt nur einen Weg, ja. Du hast nur einen besten Freund, ja. Du hast nur einen Lieblingsfilm, verstehst du? Es ist immer nur ganz oder gar nicht im Leben, ja. Immer. Also warum machst du es da nicht auch so? Warum machst du es da einfach nicht auch so? Viele Menschen, wenn die sich das anschauen, diese Tierfilme, ja. Oh, das kann ich nicht sehen, diese Massentierhaltung. Hey, ich guck hin. Ich guck hin, weißt du warum? Weil ich sage, ich unterstütze das doch gar nicht. Überhaupt nicht. Ich trage dazu bei, dass diese Menschen pleite geben, dass es diese Videos bald nicht mehr gibt. Deshalb kann ich mit ruhigem Gewissen zusehen. Und das ist ein gutes Gefühl, wenn man weiß, ich bin raus, Digga. Damit bin ich hier auch raus. Und einen Satz möchte ich noch am Ende sagen. Kalte Jahreszeit kommt. Wer Probleme hat, Schnupfen und so weiter, ist im Anmarsch. Lidl hat jetzt im Angebot Hackfleisch für 1,99. Gönnt euch. Nicht.